So, ein herzliches Willkommen hier zurück aus dem LKW. Wir werden uns auf die Reise machen. Und dann mal unsere Fracht abholen. Wir sind gerade in Wien. Bis nach Kronstadt. Ja, dann fahren wir doch so. Würde ich sagen, oder? S1 biegen wir da jetzt. Na, ja, egal. Eklor, was du da auf meine Spur kommst. So, man zwar raus. Gut. Ja.
kommen einmal. Und damit, dass wir dann ja, 1000 Kilometer. Jetzt fahre ich weiter Richtung Bratislava, Budapest. Wahrscheinlich Richtung Budapest, ja. Uns. Das waren 5 Stunden. Könnten wir sogar annehmen dann zu 3-5 Stunden Pause machen. Budapest.
189 Kilometer Budapest. Den überholen wir mal. Philipp hat uns was eingenommen. Danke, Philipp. Da war schon der Radar. Thomas hat das eingespült. Das ist im Level aufgestiegen. So, wir fahren auf jeden Fall da so runter jetzt in den Osten. Da waren wir ja noch nie. Ich glaube, die letzte Fahrt haben wir auch nicht beendet. Wir haben jetzt eine Pause gemacht am Eurotruck-Simulator. Es wird langem wieder mal eine Fahrt. Es geht natürlich. Werden wir da überholen. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollen die sparen auf einen anderen LKW. Was tun wir? Na, wir haben gesagt, wir machen die Garagen, gell? Mehr Geld eingespielt wird. Schauen wir mal, was an. Banska Patrycka und Pex. Jetzt deine Richtung. Budapest und dann Schegindenser Eisenmark. Ja, und das ist ja jetzt neu dazugekommen, der Balkan.
Wir sehen, wir haben so viele schon dazu und da sind wir auch noch nirgendwo gewesen. Haben wir jetzt wenigstens schon ein bisschen. Was gibt es noch zu erkunden? Zum Entspannen, zum Erkunden, zum Abchillen, Tratschen. Oder eigentlich nachschauen, wann die nächste Tankstelle kommt. So, bei der bleiben wir dann stehen. Rechts aus. In die Gänge kommen wir mal. Ups.
Was war denn jetzt? Überleg gerade, sag ich, wenn man da noch drin ist. Okay. So, der Lehrer, aber dann haben wir es jetzt fast wieder. Machen wir die Ruhepause und fahren dann am nächsten Tag weiter.